So, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video zu Divine Design Manifestation auf Basis des Gesetzes der Annahme und den Lehren von Neville Goddard. Neville Goddard sagt, deine Vorstellung ist deine Schöpfung, deine Manifestation. Das heißt so viel wie, all das, was du dir vorstellst, wird sich im Außen zeigen. Und diese Vorstellungen, die kommen aus unserem Unterbewusstsein. Und es sind nicht Bilder, sondern es sind ganze Szenen, es sind ganze Situationen. Und was halt so tricky ist, ist die Tatsache, dass in unserem Unterbewusstsein Situationen gespeichert sind, die wir nicht mehr möchten. Und wenn sich im Außen Dinge dahingehend ergeben oder zeigen, die dich quasi mit den Erinnerungen an diese Situationen, die du nicht mehr möchtest, verbinden, die dich daran erinnern, dann bist du voll und ganz in dieser Vorstellung, in dieser Szene, in dieser Realität drin. Und das ist dieses Heimtückische an Manifestation, dass wir dieses Unterbewusstsein quasi lehren müssen, um es dann umprogrammieren zu können. Und wenn da noch Situationen von früher, egal wann früher, in deiner Erinnerung da sind, wo du festgelegt hast, das will ich auf gar keinen Fall mehr erleben, dann kommen diese Bilder, also Szenen, nicht Bilder, diese Erfahrungen quasi wieder hoch. Und wenn diese Erfahrungen von früher lange genug getriggert, also ausgelöst werden, wenn du lange genug daran erinnert wirst, dass es ja schon mal war und dass du das nicht mehr haben möchtest, dann wird sich quasi eine Kopie von dem im Außen wieder einstellen. Und dieses Einstellen, das kommt dir so vor, als hättest du das schon mal erlebt. Und es kann auch ein ganz kurzer Moment sein. Das kann so wie so ein Déjà-vu sein, wo du sagst, oh nein, nein, das wird nicht gut, das kommt nicht gut. Und genau in diesem Moment ist diese Realität wieder aktiviert und du merkst es aber nicht. Und dieses Aktiviert-Haben einer Realität, die du nicht möchtest, passiert eben in dem Moment, wo du genügend Impulse, Inputs, Trigger von außen bekommen hast, die dann dir klar sagen, nein, 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 das will ich nicht. Oh, Scheiße, das kommt. Ich befürchte, dass es kommt. Und es kann ein kleiner Moment der Befürchtung sein und schon ist es quasi aufgeleuchtet, schon ist diese Realität aufgeleuchtet. Und oft können wir das eben nicht genauso erwischen, weil wir eben Angst davor haben. Und genau in solchen Momenten gilt es, dahin zu gehen und zu sagen, Scheiße, wovor habe ich Angst? Was befürchte ich gerade? Was wurde da gerade in mir angetriggert? Und diese Sachen können wir teilweise eben schwer selber erkennen und erwischen. Wir sehen es einfach immer wieder in den Wiederholungen im Außen. Und um das zu erwischen, brauchen wir eine bittere Ehrlichkeit zu uns selber. Und
oftmals hilft es eben, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der mich quasi dann hält und der mir diesen Raum gibt, so ehrlich zu sein mit mir selber und zu sagen, Scheiße, davor habe ich Angst. Und dann kann alles, wovor du Angst hast, hochkommen. Und wenn es dann hochgekommen ist, dann erkennst du, welche Realität du gerade beleuchtest durch deine Angst. Und das sind so kleine Geschichten, die aber wiederum im Hintergrund Gedanken aktivieren, die da sagen, nee, das geht so nicht, nein, so kann man mit mir nicht umgehen, das gefällt mir nicht, hier dieses im Außen, was da gesagt wird oder was ich da beobachte, das mag ich nicht. Und wir sind als Schöpfer, wie du vielleicht weißt, aus der Quantenphysik, die Beobachter unserer Realität. Und wir beobachten unbewusst eben Realitäten, die wir nicht mehr möchten, weil unser System, unser Human Design, unser Unterbewusstsein uns davor schützen möchte. Es möchte uns vor dieser Gefahr schützen. Und dieser Schutzmechanismus führt eben dazu, dass wir das beobachten und beobachten und beobachten in kleinen Momenten, in kleinen Situationen. Und irgendwann mal ist die Realität komplett und ich befinde mich wieder in dieser Persönlichkeit, in dieser Identität, die bedroht ist, die nicht respektiert wird, die nicht unterstützt wird, die abgelehnt wird. Und schon ist die Manifestation schon wieder komplett. Und um daraus rauszukommen, gibt es eine Übung von Neville Goddard. Das Leiterexperiment von Neville Goddard geht so. Und zwar sagt Neville Goddard, wie du siehst, dass seine Vorstellungskraft manifestiert und wirklich hauptsächlich deine Vorstellungskraft manifestiert, was du dir vorstellst, in welche Realität du quasi dich beobachtest oder aus der du heraus beobachtest, besser, weil du beobachtest aus der Realität heraus, das ist auch ganz wichtig, du beobachtest dich nicht in der Realität, sondern du beobachtest dich aus der Realität heraus. Und das geht so. Am Abend, bevor du schlafen gehst, beobachtest du dich aus der Realität heraus, wie du auf eine Leiter hinaufkletterst. Also du spürst, wie du auf diese Leiter hinaufkletterst, Stufe für Stufe, wie du dich festhältst und du machst es so wahr in deiner Vorstellung, dass du wirklich das Gefühl hast, ja, in diesem Moment klettere ich eine Leiter hinauf. Und dann sagt Neville Goddard, aber den ganzen Tag denkst du, machst dir Post-its, machst dir einen Reminder, ich werde niemals eine Leiter hinaufklettern, ich werde niemals eine Leiter hinaufklettern, ich werde niemals eine Leiter hinaufklettern, ich werde niemals eine Leiter hinaufklettern. Aber du wirst dich darin finden, wie du eines Tages eine Leiter hinaufkletterst. Und das ist so crazy, ich habe das ausprobiert, es funktioniert. Und ich habe das gar nicht wirklich so intensiv gemacht, sondern ich habe das ein, zweimal gemacht. Und ich habe mich tatsächlich auf einem Dr. Joe Dispenza Retreat eine Leiter hinaufklettern sehen. Und deswegen weiß ich, dass es funktioniert 100%, weil diese Vorstellungskraft, wo du dich in diese Realität hineinbeamst, diese Realität lebst, die du haben möchtest, die ist so viel stärker als das, was du dir den lieben langen Tag sagst. Und hier geht es wirklich darum, dass uns bewusst wird, mit was für einer Realität wir am Abend einschlafen. Er nennt es State Akin to Sleep Satz. Das heißt also, der Zustand, den du quasi beim Einschlafen dir generierst und kreierst, der ist so viel stärker
als die bewusst gewählten Gedanken des ganzen Tages. Und da liegt unsere Kraft und unsere Macht dahinter, dass wir diese Dinge, die wir unbewusst in uns tragen, überschreiben können, indem wir genau diese Übung machen. Und du kannst eben die Sachen, die du nicht mehr haben möchtest, dir in deinen Gedanken vorsagen, ich möchte nie wieder disrespektiert werden, ich möchte nie wieder, dass jemand unfreundlich zu mir ist, ich möchte nie wieder abgelehnt werden, ich möchte nie wieder abgelehnt werden, ich werde nie wieder abgelehnt, ich werde nie wieder nicht respektiert. Und dann am Abend, wenn du schlafen gehst, holst du dir eine Szene, wo du siehst, wie sehr du respektiert, geliebt und unterstützt wirst. Und du fühlst es ganz genau, was diese Szene dir zeigt. Du siehst es vor deinen Augen, du nimmst es mit all deinen 5 Sinnen konkret wahr. Du hörst Worte, du riechst, du schmeckst, du fühlst auf deiner Haut so klar und echt wie in diesem Leiter-Experiment. Wie du geliebt, wie du unterstützt wirst, wie du getragen wirst, wie du gehalten wirst. Und so gehst du schlafen. Und dann kannst du den lieben langen Tag wirklich sagen, und niemand disrespektiert mich, niemand ist unfreundlich zu mir und niemand sagt irgendwelche ablehnenden Worte zu mir. Das kannst du den ganzen Tag denken. Du kannst alles denken, was du möchtest, wenn du diesen State Akin to Sleep so stark fühlst, bis es wie so eine Explosion in dir ist und du weißt, es ist geschehen, es ist passiert. Ich habe diese Situation realisiert. Es war so real. Diese Imagination, diese Vorstellung war so real, dass sie da ist. Und dann hast du mit deinen Gedanken recht. Dann wird niemand mehr mit dir schlecht umgehen. Niemand mehr wird dich so behandeln, wie du es nicht möchtest. Und genau darum geht es, dass wir erkennen, diese Power unserer Vorstellungskraft, dass diese Vorstellungskraft, die nützen wir auch zum Beispiel in den Meditationen von Dr. Joe Dispenza. Genau darum geht es. Aber dass wir diese Power ausleben. Und damit haben wir die Power, alles zu verändern. Aber genau das ist der Prozess, um das Unterbewusstsein nach oben zu bringen. Und zwar in der Art und Weise und in der Form zu beeindrucken, wie wir es haben wollen. So, wir bringen es nach oben, wir verändern es und dann sinkt es wieder. Und dann wird unsere Realität anders. Dann wird unser Seinszustand anders. Dann wird unser Selbstkonzept anders. Dann wird unsere Identität anders. Und das ist Arbeit. Das ist kontinuierliche Arbeit. Und diese Momente können wir uns auch tagsüber erschaffen. Eben in der Meditation oder in einem Trance-ähnlichen Zustand, in einem Selbsthypnose-ähnlichen Zustand. Und wir müssen das so klar und so konsequent machen, dass diese Programme, von denen ich am Anfang gesprochen habe, diese Vorstellungen, ja, überschrieben werden. Und wir müssen diese Arbeit tun, sonst werden wir immer wieder dieses Alte in unsere Realität manifestieren, was wir eben nicht haben wollen. Ich hoffe, ich habe mit diesem Video gedient. Wenn ich dir helfen kann, schreibe mir. Ich habe ganz schöne verschiedene Angebote, die dich auf diesem Weg unterstützen und begleiten können. Ich freue mich auf unser nächstes Video. Denke dran, liken, kommentieren und teilen, damit so viel wie möglich Menschen auf dieser Welt ihre eigene Manifestationskraft zu unserem göttlichen Design ausnützen. In diesem Sinne, bis bald.